Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Und mit fast 12 Millionen Einwohnern eine der größten Städte Afrikas. Auf den Straßen herrscht lebhaftes Treiben. Viele Einwohner gehen mehreren Jobs nach, um über die Runden zu kommen. Africa News, Palmares, Machets, Lefa, Referenz. Ob Lieferanten, Straßenfeger, Matenverkäufer, Brotverkäufer oder Juweliere. Beim täglichen Kassensturz träumen sie vom großen Reichtum. Im Kongo träumen alle vom großen Geld. Es gibt genug, man muss es nur finden. Weite Teile der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Auch Fischer Albert verdient weniger als 1,70 Euro am Tag. Direkt gegenüber seines armen Viertels wohnen die reichsten Bürger des Landes. Das ist die Cité du Fleuve. Dort wohnen die Reichen. Sie machen die großen Geschäfte. Wir fangen Fische. Es ist ein Bauprojekt für die neue Oberschicht und die Millionäre der Demokratischen Republik Kongo. Ungebetene Gäste müssen draußen bleiben. Von Fally Ipupas Leben können die meisten Kongolesen nur träumen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mehrere Autos besitzen würde. Ich wollte einfach singen und mir in Kinshasa und in Afrika einen Namen machen. Fally Ipupa ist der größte Star des Landes. Und auch international erfolgreich. Inzwischen ist er Multimillionär. Möchtet ihr ein Foto? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Er hat sich gerade für 600.000 Euro ein Haus in der Cité du Fleuve gekauft. Sind die Türen offen? Na los, schließ auf. Ich bin gerne hier, vor allem sonntags. Hier kann ich entspannen. Ich bin schon immer gerne mit meiner Familie an den Fluss gekommen. Da lag es nahe, hier eine Hütte zu bauen. Die Hütte ist eine Villa im kalifornischen Stil. So ein Gebäude fällt auf im Kongo, einem der ärmsten Länder der Welt, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen. Dabei könnte die Demokratische Republik Kongo das reichste Land Afrikas sein. Die wertvollen Bodenschätze sind auf der ganzen Welt begehrt. Auch viele von Fallys Nachbarn haben ihr Vermögen mit Rohstoffen gemacht. Bergbau ist der wichtigste Wirtschaftszweig. Fally genießt die Ruhe abseits der Innenstadt. Der Kongo ist einer der längsten Flüsse der Welt. Während die Reichen ihn für ihre Freizeitaktivitäten nutzen, sichert er den Fischern ihr Einkommen. Sie erkennen den Sänger sofort. Sie sagen, dass sie meine Brüder sind. Ich gebe ihnen was. Gib ihnen 50 Dollar. Fally lässt den Mitarbeiter des Yachthafens ein paar Scheine verteilen. Das ist ganz schön viel. Wir haben nach ihm gerufen und er hat uns 50 Dollar gegeben. Die teilen wir uns. Jeder der Fischer erhält umgerechnet etwa 7 Euro. Dafür müssten sie eine ganze Woche arbeiten. Diese Leute haben ganz andere Probleme als wir. Sie müssen sogar sonntags arbeiten. Man kann ihnen ruhig mal etwas zustecken, damit sie ihren Kindern zu Hause eine Freude machen können. Ich mache das gerne und regelmäßig. Fally Ipupa ist einer von rund 600 Millionären im Kongo. Die Demokratische Republik Kongo ist mit 2,34 Millionen Quadratkilometern etwa 6-mal so groß wie Deutschland und hat etwas mehr als 80 Millionen Einwohner. Die Geschichte des Landes ist beherrscht von Ausbeutung und Gewalt.
Die Konflikte haben in den letzten 20 Jahren 6 Millionen Tote gefordert. 1965 beginnt das Regime von Mobutu Sese Seko. Der Leopard bleibt 32 Jahre an der Macht. Er veruntreut während seiner Amtszeit Gelder in Höhe von über 4 Milliarden Euro. 1996 bricht ein Bürgerkrieg aus. Mehrere Nachbarstaaten versuchen mit Armeen aus Milizen und Kindersoldaten die Reichtümer des Landes an sich zu reißen. Mobutu stirbt ein Jahr später im Exil. 2001 betritt Joseph Kabila die politische Bühne. Während seiner Amtszeit häuft er ein geschätztes Vermögen von über 13 Milliarden Euro an. Erst 2019 kommt es zum Machtwechsel. Aufgrund ihrer Instabilität gilt die Demokratische Republik Kongo heute als gescheiterter Staat. Wir reisen quer durch den Kongo, um zu verstehen, warum einige große Reichtümer anhäufen, während andere ums Überleben kämpfen. Die Straßen in Kinshasa sind unbefestigt und kaum befahrbar. In diesem Chaos will die junge Mokembi ihre Chance ergreifen. Sag mir endlich, wo ich hin soll. Die sollen den Verkehr regeln, aber ich stehe genau zwischen zwei von ihnen. Eine sagt, ich soll links herumfahren, die andere sagt rechts herum. Was soll ich denn machen? Mokembi wird gerade geprüft. Arnaud soll beurteilen, wie gut sie sich im dichten Verkehr zurechtfindet. Sie ist sichtlich angespannt. Wechseln Sie die Spur, Sie müssen gleich abbiegen. Man merkt, dass Sie sich hier nicht auskennen. Folgen Sie diesem Auto. Mokembi hat sich bei einem Taxi-Startup beworben. Dessen Firmengründerin möchte Frauen einen Ausweg aus der Armut ermöglichen. Die pinken Autos sind das Markenzeichen. Als Fahrerin würde Mokembi 250 Euro pro Monat verdienen. Das Dreifache ihres bisherigen Gehalts als Krankenschwester. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit anzufangen. Hoffen wir mal, dass ich bestehe. Fahren Sie jetzt bitte zurück zum Büro. Mokembi präsentiert sich bis zuletzt als vorbildliche Chauffeurin. In ein paar Tagen wird sie erfahren, ob sie den Job bekommt. Die Kunden des Taxiunternehmens kommen aus der Mittel- und Oberschicht. Annehmlichkeiten wie Getränke, Snacks und WLAN sollen die Fahrt durchs Verkehrschaos versüßen. Wir waren die Ersten, die sowas angeboten haben. Patricia Nsolantima möchte Frauen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Sie ist nach dem Studium zurück in den Kongo gezogen und hat mit Hilfe von Investoren ihr Taxiunternehmen aufgebaut. Heute unterstützt sie selbst junge Gründerinnen. Wir möchten mehr Millionäre im Kongo haben. Wir haben mehr als 80 Millionen Einwohner und sind reich an Bodenschätzen. Es wird Zeit, dass auch die Frauen im Kongo etwas davon abbekommen. Die politische Lage im Land ist instabil. Geben Sie mir zwei davon. Dennoch glaubt Patricia fest an den wirtschaftlichen Aufschwung. Man kann den Kongo nicht auf Kriege und Vergewaltigungen reduzieren. Es gibt so viele junge Leute, vor allem auch junge Frauen, die wirklich etwas auf die Beine stellen. Es ist nicht fair, das Land auf die Dinge zu reduzieren, die nicht funktionieren. Die neue Generation wird das Land voranbringen. Wie Patricia und ihre Freundinnen kehren immer mehr Kongolesen nach längeren Auslandsaufenthalten in die Heimat zurück, um hier zu arbeiten. Und zu investieren. Die sogenannten Repas leben in gesicherten Wohnanlagen nach westlichem Standard.
In der über 200 Hektar großen Cité du Fleuve steht auch ein Einzug in eine neue Luxuswohnung an. Bis vor ein paar Tagen haben Olivier und Naomi im südafrikanischen Johannesburg gelebt. Am wichtigsten war uns die Waschmaschine. Und das Bett. Die beiden arbeiten im Finanzsektor. Sie haben sich aufgrund neuer Berufsperspektiven für eine Rückkehr in die Heimat entschieden. Das wird das Wohnzimmer. Der Teppich kommt hier hin. Dort Tisch und Fernseher. Das ist das Schlafzimmer. Die Wohnung bietet einen freien Blick auf den Fluss Kongo. Olivier und Naomi haben vor 3 Tagen geheiratet und möchten nun eine Familie gründen. Das Paar verdient 3.500 Euro im Monat. Mehr als das 100-fache eines durchschnittlichen Gehalts. Fast ein Drittel geht für die Miete drauf, der hohe Preis der Sicherheit. Ich möchte, dass meine Kinder draußen auf der Straße spielen können. Auch der Lärm und die Luftverschmutzung sind hier viel geringer als im Stadtzentrum. Unsere Kinder werden in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können. Und natürlich ist es viel sicherer. Eine nagelneue Wohnung, nagelneue Möbel und demnächst noch ein nagelneues Baby. Für Naomi und Olivier ist es ein sicherer Hafen. Jetzt fängt unser neues Leben an. Die Nachfrage nach gesicherten Wohnanlagen steigt. Allein in der Cité du Fleuve in Kinshasa sollen in den kommenden Jahren über 2000 Häuser und Wohnungen entstehen. Darunter auch die Villa des Sängers Fally Ipupa. Wir treffen ihn in einem Anwesen, das er für den Dreh seines neuen Videos gemietet hat. Die Tänzer sind als kongolesische Krieger verkleidet. Alles läuft gut, bis plötzlich die Musikanlage ausfällt. Ein Stromausfall legt den ganzen Stadtteil lahm. Der Strom ist weg. Mal schauen, wie es weitergeht. Für Fally und sein Team heißt es warten. Schließlich organisiert ein Techniker ein Notstromaggregat. Doch auch das gibt schnell den Geist auf. Fally ist verzweifelt, auch wenn er Chaos gewöhnt ist. Sehen Sie dieses Tattoo? Ich bin Kongolese und werde mein Land nicht wegen ein paar Stromausfällen verlassen. Um den Dreh beenden zu können, greift Fally Ipupas Assistentin Manon auf die Anlage im Auto zurück. Wir müssen das Beste draus machen. Ich verbinde jetzt mein Handy mit dem Auto. Es funktioniert. Und der Dreh kann endlich weitergehen. Fally Ipupa ist seit 20 Jahren im Musikgeschäft und mehrfacher Millionär. Und davon gibt es im Land immer mehr. Die Demokratische Republik Kongo ist bekannt für ihren Reichtum an Bodenschätzen. Darunter auch Coltan, aus dem sich Tantal gewinnen lässt. Dieses seltene Metall wird für die Herstellung von Mobiltelefonen benötigt. Die Minen liegen im Osten nahe der Grenze zu Ruanda. Goma, die Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu, wird seit über 20 Jahren immer wieder von blutigen Auseinandersetzungen erschüttert. Bewaffnete Gruppen kämpfen um die Kontrolle über die Bodenschätze. Die UNO hat 16.000 Blauhelmsoldaten in die Region entsandt, um den wackeligen Frieden zu sichern. Die Bevölkerung der Region ist arm und traumatisiert. Wer es geschafft hat, zu Reichtum zu kommen,
residiert am Kivusee. So auch einer der einflussreichsten Geschäftsmänner der Region. Seine Villa wird rund um die Uhr von Polizisten bewacht und gleicht einer Festung. Robert Seninga ist Multimillionär. Hallo, wie geht's? François. Seinen Reichtum verdankt er dem Coltanabbau. Der Geschäftsmann ist ehemaliger Milizenführer und wurde 2006 zum Abgeordneten des Bezirks Massisi gewählt. Man kann auch als Abgeordneter noch Geschäfte machen. Seninga macht keinen Hehl daraus, dass ihm sein Mandat sehr geholfen hat. Er ist Geschäftsführer der Bergbaukooperative Cooperama, die Coltanabbau betreibt. Seine Bodyguards weichen ihm nie von der Seite. Wo sind wir hier? Das ist der Firmensitz von Cooperama. Das Herz des Mineralienhandels. Die einfache Fassade täuscht. Cooperama macht jährlich mehrere Millionen Euro Umsatz. Robert Seninga prüft die Zahlen der vergangenen Tage. Am 6. waren es 4 Tonnen 668 Kilo. Und die können sich sehen lassen. Das sind insgesamt 40 Tonnen. Und was bringt das an Einnahmen? Pro Kilo etwa 42 bis 45 Dollar. Rechnen Sie es sich aus. Die Mine hat in den vergangenen Tagen fast 2 Millionen Euro umgesetzt. Mit 3000 Minenarbeitern ist Cooperama der größte Arbeitgeber der Region. Arbeiten bei Ihnen auch Kinder? Nein, das ist illegal. Und unsere Leute überprüfen das genau. Kinder gehören in die Schule, nicht in die Minen. Zur Sicherheit der Minenarbeiter sind Helme, Stiefel und Masken vorgeschrieben. Glaubt man Robert Seninga, gelten die Minen als Vorbild für die ganze Region. Die Minen liegen rund 60 Kilometer von Goma entfernt. In einer der landschaftlich schönsten Gegenden Afrikas. Doch es ist auch eine der gefährlichsten Regionen. Seit über 20 Jahren herrscht hier Krieg. ...1994 wird Ruanda von einer der schlimmsten Tragödien des 20. Jahrhunderts erschüttert. Der brutale Völkermord fordert fast 1 Million Tote. Hunderttausende flüchten in die benachbarte Demokratische Republik Kongo. Unter ihnen auch viele der Täter. Seither leben Opfer und Täter Tür an Tür. Es ist ein Pulverfass. Bewaffnete Rebellengruppen kämpfen um die Kontrolle über die wertvollen Bodenschätze. Chefingenieur Landry begleitet uns zu Robert Seningas Minen. Seninga ist wie Moses. Er hat die Gemeinde Massisi gerettet. Wegen ihm geht es uns gut und wir können hier ein normales Leben führen. Doch in der Region scheint sich in den vergangenen Jahren nicht viel verändert zu haben. Die Straßen sind in einem katastrophalen Zustand. Auf dem Weg zur Arbeit riskieren die Bewohner täglich ihr Leben. Unser Auto droht mehrmals von der Straße abzukommen und in die Schlucht zu stürzen.
Das war knapp. Ein paar Meter weiter und wir wären da unten im Fluss gelandet. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Oh, genial. Super. Fast geschafft. Nach 5 Stunden Fahrt erreichen wir Rubaya. Hier liegt das größte Coltan-Bergwerk des Landes. Unterhalb der Minen ist eine geschäftige Stadt mit 100.000 Einwohnern entstanden. Gilles ist Minenarbeiter und wohnt mit seiner Frau und den 3 Kindern auf 15 Quadratmetern. Hier hat alles seinen festen Platz. Das Haus ist klein. Wir hängen die Schuhe an die Wand. Und hier sind die Kindersachen. Im Nebenraum befinden sich die Küche und das Bett der Familie. Das Bett ist leider sehr schmal. Hier schlafen wir und hier wird gekocht. Die Familie kam vor 5 Jahren nach Rubaya. Gilles träumte vom großen Geld. Ich hoffe, dass Gott mir dabei hilft, irgendwann auch mal so ein Auto kaufen zu können. Zurzeit verdient er 5 Euro pro Tag. Die Mine, in der Gilles schürft, liegt viele Kilometer von Rubaya entfernt. Für den Arbeitsweg benötigt er 1,5 Stunden. In der Region gibt es hunderte von Coltan-Minen. Die Mine, in der Gilles arbeitet, heißt Bamfu. Mit bloßen Händen wird das Coltan aus dem Schlamm gewaschen. Mit den Händen geht es besser. So können wir das Coltan besser vom Sand trennen. Das schwarze Erz wird für die Herstellung mikroelektronischer Komponenten benötigt. Das hier ist das Coltan. Man braucht es vor allem für Handys. Gilles muss zum Graben in die Mine klettern. Der Weg nach unten ist rutschig. Warte, bleib stehen. Wenn man es richtig macht, ist es ganz leicht. In dem 15 Meter tiefen Erdloch gibt es weder Leitern noch Griffe. Unten gibt es kaum Luft zum Atmen. Die Schächte und Stollen sind nur unzureichend abgestützt und die Einsturzgefahr ist hoch. Gilles steht nur einfachstes Werkzeug zur Verfügung. Er bearbeitet die Felsen mit einer Spitzhacke. Hier gibt es viel Sand. Das hört ja gar nicht mehr auf. Sicherheit ist Nebensache. In den Minen kommt es regelmäßig zu schweren Unglücken. Ist es nicht gefährlich hier unten? Manchmal fallen ein paar Steine runter. Landry sieht kein Problem beim Sicherheitsstandard. Es ist normal, dass es in Minen zu tödlichen Unfällen kommt, zum Beispiel durch Erdrutsche. Nicht nur in Rubaya, sondern auch überall sonst. Wenn dieser Schacht jetzt einstürzt, würden wir mit großer Wahrscheinlichkeit ersticken. Es gibt keine offiziellen Statistiken, aber tödliche Unfälle sind beim Coltanabbau eher Alltag als Ausnahme. Uns fällt auf, dass viele der Schürfer sehr jung aussehen. Das scheint Landry unangenehm zu sein. Wie alt bist du? 20. Er ist 20. Wirklich? Ja, 20 Jahre. Er ist 20. Er wirkt vielleicht jünger, weil er so klein ist. Aber er kommt mit der Arbeit gut zurecht.
Die Hälfte der rund 30 Schürfer wirkt jünger als 18 Jahre. Auch in anderen Regionen sehen wir immer wieder Kinder, die sich beim Anblick unserer Kameras verstecken. Laut UNICEF arbeiten mehr als 40.000 Minderjährige in Kongos Minen. Kinder, die ihrer Zukunft beraubt werden und für ein paar Euro ihr Leben riskieren. Jeder versucht, vom Koltanabbau zu profitieren. Daher blüht auch der Schwarzmarkthandel in der Region. Ein beträchtlicher Anteil der wertvollen Ware wird unter der Hand verkauft, um Steuerabgaben zu umgehen. Ein einträgliches Geschäft für alle Beteiligten. In Goma geben wir uns als Händler aus und versuchen, Koltan auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Wir haben uns mit drei Schmugglern verabredet. Wie viele Tonnen möchten Sie denn? Es kommt auf den Preis an. Das ist kein Problem. Die Schmuggler zeigen uns unterschiedliche Koltanproben. Kommt das aus Masisi? Ja, genau. Und woher genau? Aus Rubaya. Das Koltan stammt aus der Region, die wir gerade verlassen haben. $90 das Kilo? Ja. $90 pro Kilo und keine Steuern. Zu diesem Preis würden sich die Schmuggler sogar bereit erklären, die Ware für uns über die Grenze nach Ruanda zu bringen. Das Land steht immer wieder im Verdacht, die eigenen Exportstatistiken mit kongolesischer Schmuggelware aufzubessern. Auch die kongolesischen Soldaten sind am Koltan-Schwarzhandel beteiligt und lassen die Konvois unbehelligt passieren. Der Soldat verdient gut an der illegalen Koltan-Ausfuhr. Donc tout le monde est fait. Oui, si je trouve par exemple des trafiquants qui viennent me proposer voici $500 ou $1000, là c'est clair, je ne peux pas refuser. Moi qui gagne $80 le mois, quand je trouve $1000 par en un seul jour, c'est facile. Die Demokratische Republik Kongo ist eines der 20 korruptesten Länder der Welt. Durch die illegalen Exporte entgehen dem Land Staatseinnahmen von mehreren Milliarden Euro pro Jahr. Trotzdem führten Einnahmen aus dem Bergbausektor zu einem Wirtschaftswachstum von fast 6% im Jahr 2018. Rund um den Boulevard des 30. Juni in Kinshasa sind die Folgen des Wirtschaftsbooms deutlich zu spüren. Die Hauptstraße ist benannt nach dem Tag der Unabhängigkeit des Landes. Von finanzieller Unabhängigkeit träumen viele Kongolesen. Und die Aussichten für Unternehmer sind gut. Einer von ihnen feiert heute einen lukrativen Vertragsabschluss. Eric Monga ist nicht nur Firmenchef. Er leitet auch einen Handelsbund. Auf gute Geschäfte. Viel Erfolg bei deinem Projekt. Angestoßen wird mit teurem Champagner. Denn Eric hat Neuigkeiten. Er ist gerade aus Florida zurückgekehrt, wo er sich mit Investoren für sein Projekt getroffen hat. Und das ist mit über 400 Millionen Euro nicht ganz günstig. Es wurde ein Vertrag unterschrieben. Aber mehr soll ich nicht verraten. Heute stoßen wir darauf an, dass unser Freund so gut verhandelt hat. Eriks Projekt, er möchte ein Wasserkraftwerk errichten. Derzeit haben weniger als 20% der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität. Doch das soll sich ändern.
Ich sehe in jedem Problem auch eine Chance fürs Geschäft. Menschen brauchen Nahrung, sie brauchen Kleidung. Und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass sie auch mit Strom versorgt sind. Zumindest ein Teil der über 80 Millionen Kongolesen soll von dem Megabauprojekt profitieren. Eric Monga stammt aus Lubumbashi im Südkongo. Sein Vermögen hat er mit der chemischen Analyse von Mineralien gemacht. Heute zeigt er uns den Standort des neuen Staudamms. Das Gebiet, in dem der Damm bald gebaut werden soll, ist abgelegen und sehr dünn besiedelt. Die Arbeiter müssen von weit her geholt werden. Aber die Herausforderung ist die Mühe wert. Das Kraftwerk wird 1 Million Dollar pro Monat einbringen. Eine Menge Geld. Hoppla, willkommen im Busch. Mitten in der Wildnis hat Eric ein Lager errichtet, in dem etwa ein Dutzend Ingenieure untergebracht sind. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Alles klar? Erics Mitarbeiter leben hier seit einem Jahr völlig autark. Es gibt eine Zisterne, einen Generator und einige Geräteschuppen. Wir sind hier etwa auf 735 Meter. Der Staudamm wird auf 830 Meter Höhe abschließen. Das Wasser wird sich bis dort oben am Hang stauen, wo jetzt die Sonne steht. Hier entsteht dann ein riesiger See. Mit über 90 Metern Höhe wird der Staudamm eines der höchsten Bauwerke im Kongo werden. Dank einer Leistung von 150 Megawatt wird er Energie für 500.000 Einwohner produzieren. Der Bau des Kraftwerks soll rund 3.000 Arbeitsplätze schaffen. Die Bewohner der Region werden von dem Projekt stark profitieren. Vor allem für die Bauern ist das wichtig. Nur mit Strom kann die Landwirtschaft modernisiert werden. Mehrere Investoren, vor allem aus Amerika, haben bereits Interesse an dem Bauprojekt gezeigt. Eric Monga hofft, dass der Bau in 3 Jahren abgeschlossen sein wird. Er ist davon überzeugt, dass man viel erreichen kann, wenn man nur die ausgetretenen Pfade verlässt und mutig ist. Viele Leute haben es geschafft, hier etwas auf die Beine zu stellen. Warum also nicht ich? Wenn man fleißig ist, kann man hier in kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen. Mit dieser Meinung ist Eric nicht allein. Immer mehr Kongolesen versuchen mit viel Mut und Unternehmergeist der Armut zu entfliehen. Zurück in Kinshasa. In den frühen Morgenstunden decken sich hier Brotverkäufer auf dem Großmarkt mit Ware ein. Viele Frauen sichern sich so ihre Existenz. Marie kommt jeden Tag um 6 Uhr. 2 Kisten bitte. Sie ist seit 6 Monaten Witwe. Nun muss sie allein für ihre Familie sorgen. Halt es mal bitte. Nein, es ist nicht schwer. Ich bin daran gewöhnt. Es ist Teil des Jobs. Der Brotkorb wiegt mehr als 15 Kilogramm. Wie jeden Tag baut Marie ihren Stand an einer belebten Straßenecke auf. Was kostet der Kuchen? 300 Francs. Ich nehme einen. Ich gebe dir 2. Du bist so dünn geworden. Oh, vielen Dank. Ich komme hier oft vorbei und kaufe dann bei Marie Brot. Der Stand gefällt mir. Er ist sehr sauber. Maries offene und freundliche Art kommt bei den Kunden gut an.
Es läuft gut heute. Mit dem Brotverkauf setzt sie rund 60 Euro pro Tag um. Sie träumt davon, noch weitere Stände zu eröffnen. Und manchmal auch vom großen Reichtum. Wenn man weiß, wie man ein Geschäft richtig führt, kann man auch Millionär werden. Man muss nur was im Kopf haben, richtig planen und gut wirtschaften. Doch das ist für Marie noch ein langer Weg. Am Ende des Tages bleibt ihr ein Gewinn von 18 Euro. Dreimal pro Woche geht Marie in die Kirche, um zu beten und Gott zu danken. Gott ist sehr wichtig für mich. Ich verdanke ihm alles. Evangelikale Kirchen erleben in der Demokratischen Republik Kongo einen Boom. Und mit Glaubensversprechungen lassen sich gute Geschäfte machen. An diesem Sonntagmorgen sind die Straßen von Kinshasa wie leergefegt. Zehntausende Menschen strömen seit Sonnenaufgang ins Stade des Martyrs, dem Nationalstadion des Landes. Heute findet im ausverkauften Stadion jedoch kein Fußballspiel oder Konzert statt. Die 80.000 Zuschauer sind hier, um einen Mann zu sehen, der angeblich Wunder vollbringen kann. Wir glauben an die Wunder des Propheten Condé. Ich wäre fast gestorben, aber dann habe ich ein Glas von seinem Wundersaft getrunken und meine Schmerzen waren sofort weg. Ich bin der lebende Beweis. Er ist ein Prophet. Kameraleute, Fotografen, Cheerleader und jede Menge Polizei. Es ist eines der größten Events des Jahres und wird sogar live im Fernsehen übertragen. Dominique Condé ist der Mann, auf den alle warten. Die Kirche des selbsternannten Propheten hat mehrere Millionen Anhänger. Als er das Stadion betritt, ist die Menge außer sich. Bevor Condé die Bühne betritt, begrüßt er Premierminister Bruno Tshibala auf der Tribüne. Die Frau des ehemaligen Präsidenten Joseph Kabila sitzt ebenfalls im Publikum. Nach einigen Gebeten und Liedern fängt Condé an zu predigen. Sie gönnen euch keinen Erfolg, keinen Überfluss, Wohlstand und Reichtum. Aber sogar in der größten Not, wenn ihr Hunger leidet oder krank seid, habt ihr doch alles, wenn ihr nur die Wahrheit erkennt. Amen. Fürchtet euch nicht. Amen. Dominique Condés Geschäftsmodell. Ein vermeintlicher Wundersaft, den er im ganzen Land vertreibt. Doch nicht in aller Öffentlichkeit im Stadion, sondern lieber diskret in kleinen ländlichen Gemeinden. Das hat ihm bereits mehrere Millionen Euro eingebracht. Wir begleiten Condé nach Matete, ein Vorort von Kinshasa. Vor der Kirche warten bereits über 100 Gläubige geduldig auf ihren Heilsbringer. Der Prophet sagt, dass ich mein Geld nicht für Ärzte ausgeben soll. Ich soll den Saft trinken und beten. Um 11 Uhr fährt Condé mit einem Luxuswagen vor. Ja, Amen. Amen. Merci. Alle, die hier auf ihn warten, hoffen, etwas von dem Wundermittel abzubekommen. Doch zunächst erwartet der Prophet eine Spende. Dominique Condé empfängt Kranke wie am Fließband. Diese Frau hatte vor einem Jahr eine Gehirnblutung. Ich bin zum Propheten gekommen, weil es mir sehr schlecht geht. Als ich von dem Wundermittel erfahren habe, habe ich die anderen gebeten, mich herzubringen.
Ich kann ja nicht mehr laufen. Sie sollte mit dem Saft massiert werden. Ich denke, das wird ihr helfen. Ich glaube fest daran, dass er mich heilt. Die Konsultation dauert meist nur wenige Sekunden. Du musst den Saft nehmen. Und er verschreibt immer das Gleiche. Nimmst du den Saft? Ja. Gut, nimm ihn weiter. Nach dem Gespräch mit dem Propheten werden die Kranken in die Apotheke im Nebenzimmer geschickt. Hier erhalten sie den berühmten Benzinsaft. Niemand hier zweifelt an seiner Heilkraft. Er heilt. AIDS, Magenschmerzen, Leberkrebs, Leberzirrhose, alle möglichen Krankheiten. Ich hatte AIDS und habe stark abgenommen. Dank des Saftes vom Propheten Dominique Condé wiege ich jetzt wieder 52 Kilo. Er hat mich geheilt. Es gibt keine Studie, die die Wirksamkeit des Saftes beweist. Und trotzdem verlassen sich die Kranken blind auf das Wundermittel. Für einen halben Liter verlangt Condé umgerechnet 14 Euro, ungefähr ein Drittel eines durchschnittlichen Monatsgehalts. Wir haben zusammengelegt und teilen uns zu dritt eine Flasche. Ein starker Benzingeruch liegt in der Luft. Da ist Zitronensaft drin, Benzin und noch andere Zutaten. Noch wird der Saft vor Ort angerührt. Doch aufgrund der großen Nachfrage soll er in Zukunft in einer Fabrik produziert werden. Das sind die neuen Verpackungen. Laut Verpackung heilt der Saft Krankheiten wie Epilepsie, Krebs und sogar AIDS. Der Wirkstoff? Göttliche Erleuchtung. Als wir Condé bitten, den Verpackungstext vorzulesen, lässt er das Wort AIDS aus. Dieses Produkt wirkt gegen Krankheiten mit verschiedenen Ursachen, zum Beispiel Epilepsie, Krebs und so weiter. AIDS haben Sie ausgelassen. Bei AIDS haben wir es noch nicht so oft probiert. Fast eine halbe Million Menschen im Kongo sind HIV-positiv. Eine weitere angebliche Wirkung: Der Saft soll tote Kinder zum Leben erwecken. Einige haben den Saft ihren totgeborenen Babys verabreicht. Und die sind dann wieder aufgewacht. Ein Saft, der AIDS heilen kann und tote Babys wieder zum Leben erweckt. Unbehelligt von der Justiz verkauft Condé jährlich zehntausende Flaschen seines Benzin-Zitronengemischs. Während seine Assistenten die Einnahmen des Tages zählen, geht für den Großteil der Bevölkerung der tägliche Kampf gegen die Armut weiter. Im Kongo ist der Weg zum rechtschaffenen Millionär weit. Daher nehmen manche einfach eine Abkürzung. Thank you.